Halli, hallo, hallöchen. Mit sanfter Stimme melde ich mich aus der Mittagspause zurück. Hallo, hallo, hallo. Und herzlich willkommen für alle, die jetzt erst reingeschaltet haben. Mein Name ist Kira und wir spielen heute A-Jugend Chronicle 100 Heroes. Yes! Willkommen zurück, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt Pause gemacht habe. Es war gefühlt okay. Es hat gereicht, um nicht hastig, sondern normal schnell zu essen, kurz Pause zu machen und wieder zurück zu starten, weil wir werden jetzt noch ein paar Stündchen miteinander verbringen, sofern ihr halt Lust habt. Und ja, A-Jugend Chronicle weiterspielen. Wir haben bereits den Anfang uns angeschaut und haben den Wald, den Nebelwald durchquert und werden jetzt dann in den Runenhügel hineingehen. Yes, das ist der Plan. So, ich mache mich noch ein bisschen kleiner. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen groß. Zack. Ein bisschen kleiner. So klein muss ich nicht sein, weil so viel Platz... Gott sei Dank hat man hier unten in der Ecke relativ viel Platz, muss ich sagen. Ich liebe Spiele, die so eingestellt sind, dass der VTuber irgendwo gut Platz hat, ohne irgendwelche wichtigen Sachen zu verdecken. Bis jetzt hat sich die untere linke Ecke als sehr nett erwiesen. So, genau. Wir sind durch den Wald durch und gehen jetzt in unseren ersten richtigen Dungeon rein, den Runenhügel. Da gibt es noch die ersten kleinen Rätselchen. Das ist genau das, was ich noch gespielt habe. Tada! Ich sag dir geradezu, das ist es. Meine Garstimme. Das ist es. Erstmal speichern. Oh. Erstmal Cutscene. ここって何かありそうだ。アリオ。なんだろう。 Ist das die Urzeitlinse oder ist sie es nicht? Oder ist es vielleicht ein anderes Relikt? Wir werden es erfahren. Bleiben Sie dran. Hochspringen? Ihr könnt doch auch von den Felsen hoch und runter springen. Schauen wir uns um. Erstmal zum Speicherpunkt. Zack. Zack. Tür auf. Noch ein Speicherpunkt. Verschlossene Tür. Oh. Erster Kampf im Dungeon. Da-da-da-da. Okay, da sind wieder die komischen Alien-Käfer oder was das sind. Was ist das überhaupt? Eine gewaltige Milbe. Oh Gott. Das Spionageorb? Ah, da oben. Diese Golem-Cores. Gewaltige Milben, oh nein. Das ist zu gewalttätig. Oder gewaltig. je nachdem, wie man es sieht. Tada! Okay, dauert aber ganz schön lang für ein Level ab jetzt. Da merkt man, dass wir gut gelevelt sind. Ui, man kann sogar hochschauen. Tada! Okay, da sieht man jetzt zum Beispiel. Zack. Ich meine, was ist euch lieber? Schärfe ein oder Schärfe aus? Ich meine, ich finde es nicht störend, aber manchmal finde ich es ein bisschen zu intensiv.
Das wäre gut, wenn es so einen Regler gäbe, dass man die Intensität Oh? einstellen könnte. Koko mo sakki mitai ni? Auf geht's, öffne die Tür. Yoshi, kondo wa watashi ni makasete. Madorenzu tero tero. Hirake goma! Sesam, öffne dich. Oder auch nicht. Are? Dame nano? Koareteru? Ja, kondo wa ore ga. Zu wenig Energie, magische. Er schafft es. Wow. Okay. Magische Kraft und Technik. Eine Mischung daraus. Nicht so streien. Jan-Senpai. Jan-Senpai. Wie er das extra betont hat. Zip. Weiter geht's. Oh. Oder auch nicht. Da-da-da-da. Oh oh. Immer eingesperrt. In den Ruinen. Das war's mit uns. Tschüssikowski. Toshikomerareta. Oh oh. Doyara. Kange. Toyu wake dewa nasasou da na. Entweder jemand möchte, dass wir hier bleiben, oder überhaupt nicht. Eins von beiden. Oh oh. Und Gegner. Die dürfen nicht fehlen. Gewaltige Milben. Zack. Wirklich stark. Die Milben fallen wie Milben oder so in der Art. Jim, 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 Jim. Man muss natürlich die PlayStation-Knöpfe drücken, oder? Dreieck, Kreis, Quadrat. Nein. Oh. Hört auf. Golem grillen oder was das sind. Grillgolems? Grillgolems. Bequalmt. In A-Juden Chronicle Rising, die richtigen Golems. Die waren ganz schön fies, muss ich gestehen. Die haben mir so manches Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. So, und jetzt aufgepasst. Eis, Dreieck, Quadrat. Irgendwas werden sie schon bedeuten. Das muss man sich die nur merken. Windrichtung hat sich geändert. Hier weht jetzt ein anderer Wind. So. Und es kommen natürlich Kämpfe dazwischen, dass ich die Reihenfolge vergesse. Ups. Das kann ich vor. Dass ich mir Sachen merke und zwei Sekunden später ich sie vergessen. Ups. Aber ich glaube, ich habe es noch im Kopf. Kreis, Dreieck, Quadrat. In der Reihenfolge. Lauf! Lauf! So. Eis? Oh, nanka deta! Ist was aufgetaucht?
Dreieck, Quadrat. Ratatata. Rein in das Schlüsselloch. Alles gut. Let's go. Eine schwarze Schatzkiste mit einem Tansanit-Ring. Yay! Schauen wir mal, was der kann. Der macht Magie-Bonus. Okay. Denn ja, Mio. Frage ist, wer braucht Magie-Punkte? Hat ja keiner wirklich eine Magie an sich. Oder sehe ich das falsch? Sollte man sich nochmal die Skills durchschauen? Gebt ihr mal ihr derweil? Magie. Die einzige, die Magie hat. Nehmen wir mal an, dass die normalen SP-Moves eher auf Attack-Dings laufen. Physischen Angriff. Ja. Sie hat Wasserelement. Na gut. Ich glaube, ich werde mir das, wenn ich irgendwann die 50 Euro über habe oder das Spiel im Sale ist und ich das Geld über habe, holen. Ja, Deutsch schwer. Ah. Ja, das passiert, Heshi. Das passiert den Besten. Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall, dass man mit dem Spiel ziemlich viel lange Spielspaß haben kann. Für das, was es kostet. Und wenn du es vielleicht dann wirklich im Sale bekommst, natürlich noch besser. So. Da geht's weiter. Wir gehen natürlich erstmal nach unten. Aber es ist halt wie die guten alten Spiele damals. Die gute, alte, glorreiche, goldene Zeit der JRPGs. Laufen wir erstmal in die Sackgasse. Ich kenne jetzt natürlich die Wege schon so halbwegs, weil das noch der Dungeon war, den ich gemacht habe. So. Kreis. Dreieck. Wir brauchen keine Hinweise, ich kenne die Hinweise schon. Quadrat. Aber danke, Hildi, für den Tipp. Sesam, öffne dich! Tada! Oh, yatta! Sugoi zo, Noah-kun! Homete tsukawasu! Bist so ein guter kleiner Nova. Brav gemacht, fein. Wie ein Hund. Arigato, Ryan-senpai. Der muss sogar 10 lachen. Oh, Chuuido no waratta. Ja, waratte nai. So. Er würde es niemals zugeben. Weiter geht's. Bei diesen Golem-Teilen da. Ah, hey, was ist das? Gehört das Gerümpel wem? Sieht nicht nach Statue aus, oder gar? Aus den Runenhügeln. Was? Ah, aus den Runenhügeln gibt es Berichte von sogenannten Runengolems. Woran erinnert euch diese überwucherten Golem-Teile im
zwischen Gras, Wurzeln und Pflanzen. Ha, ha, ha. Man muss hier nicht in so einen Mega-Golem rein. Ah, so einen schiefen. Ui, Gegner. Erstmal. Die komischen Orbs da hinten. Zu Nero oder The Last of Us? Gibt's in The Last of Us Golems? Meine überwuchert, ja. Ich hab's selber nie gespielt. Aber ich dachte jetzt eher an Sumero, an den Großen, der da ist. Der ganz, ganz Große, der so überwuchert ist mit Moos und so. Außerdem sind bis dahin hoffentlich alle Bugs behoben, die es im Moment gibt. Ja. Ich hoffe, ich treffe auf keine bahnbrechenden Bugs. Mhm. Hui. So. Wann eigentlich die Karte? Ah, da war die Karte. Hallöchen, Sir Falksi. Willkommen. Danke auf jeden Fall fürs Follow. Willkommen, willkommen. So, hier sind wir. Okay. Kenn mich aus. Bakwa. Zack. Kamairo. Ganz schön viele Gegner. Wandernder Golem. Die sind aber klein. Hätte ich irgendwie größer in Erinnerung. Ich glaube, es gibt da noch größere. Hallöchen zusammen. Hallo, hallo, willkommen, willkommen. Ja. Eine richtig interessant wird das Ganze erst, wenn du ganz, ganz viele Charaktere hast. Oder wenn du dann zumindest danach dann die Charaktere rekrutieren kannst. Yay. Ich bin schon heiß. Hui. Versuch mich vorbeizuschleichen. Okay, hier war nichts. Und da sind schon wieder Felsen vor der Nase. Wie immer. Einfach drüber kraxeln, so hoch sind die nun auch nicht, oder? Was? Eigentlich nur eine wichtige Frage, kann man diesen Kampfstart-Sound einzeln abstellen? Ich glaube nicht, aber wir können gleich mal in die Soundeinstellungen schauen. Ich glaube, es war nur Hintergrundmusik, Voice und Effekte. In dem Gelände Sackgasse. Erdbeben. Aufpassen. Von allen Charakteren, wo Noah hinrennt. Rennt er natürlich zu Sane. Ich sag nichts. Ich wollte es nur mal bemerkt haben, gell? Ich meine, er stand genau über der Einbruchstelle, aber trotzdem. Da war ich so, ich fand die Reflexionen vom Feuer so cool, als ich die Beta gespielt habe damals. Neue BL-Story? Niemals. Sowas gibt's hier nicht. Einsam und alleine irgendwo in einer Ruine eingebrochen. Oh,
Alle haben überlebt, Gott sei Dank. Mit Runenpower. Boku mo da. Me o samashitara koko ni ita ga naze buji datta no ka wa wakaranai. Ore tachi un ga yokatta nda na. Sore ja minna o sagashi ni ikanai to. Kimi ga ki o shinatte iru aida ni sukoshi shirabeta nda ga domo gareki de tojikomerareta rashii. Der nächste verschüttete Ausgang. Ima wa mina ga tasuke ni kuru no matsu hou ga ii daro. Wie sie da sitzen. Kimi no Sei da. Sei Kiesling. Ich habe es Kiesling genannt gelesen beim allerersten Mal. Was? Ist so Kieslinge? Sind wir bei Pokémon? Seika. Ist wahrscheinlich auch nicht so viel älter. Kaiserling ist ein großes Haus der Königin. Das ist es. Warum bist du in der Königin? Die Königin ist die Sicherheit. Ich bin aus dem Geburtsort gekommen. Und was willst du jetzt tun? Erstmal da rauskommen und überleben, oder? Ah, ma. Hitodasuke ni naru no kana to omotte. Rin ni wa yoku oniichan wa osekkai da nante iwarete tan da kedo. Sore tte warui koto nano kana tte. Wenn seine Schwester auch bekommen kann, Lin. Schauen wir mal. Er hat schon wieder gelacht. Habt ihr das bemerkt? Ja, Die Welt ist groß und böse und viele Gefahren lauern wie diese Ruinen. Aber bevor wir darüber reden, was wir danach machen, sollten wir hier erstmal rauskommen, würde ich sagen. どういう意味だ? 今回のレンズの知らせを聞いた時に予感があったんだ。そして、さっき見た原初のレンズ。これから大きな戦いが起こるかもしれない。帝国と諸国連合の間で大きな戦争に。Bitte kein Krieg. Können wir nicht alle gemeinsam zusammenarbeiten? Nande kyuni sonna? Teikoku to rengo wa nakayoku natta tte. Dakara kono iseki o sagasu no mo kyoudou de. Kono sakusen o shudou shita Oldrick Kousaku という otoku wa Madou Lenzu no kagayaki ni miirarete iru. Lenzu o te ni ireru tame arayuru hōhō o totta nda. Er kriegt die Linse nicht, die bleibt bei uns. Ende aus. Beispielsweise, er ist noch ein ehrenhafter Mann. Aber wenn er erstmal die Linsen in der Hand hat. Genscho no
戦争になったら君はどうするんだい？僕はケースリング家の人間で軍人だ。答えは決まっている。仮名を汚すわけにはいかない。それは僕の気持ちよりも大切なことのはずだ。そうか。じゃあ俺はその時は。Oh oh. Es bröckelt. Wir sind frei, wir sind frei. Yay, das Geröll ist aus dem Weg, wir können endlich raus. Apropos BL, ich muss mich mal kurz über Starrail aufregen. Bin voll genervt, dass Starrail Drip Marketing an verschiedenen Tagen ist. Wie kommst du jetzt von einem aufs andere? Musst du wieder an Argenti denken oder was? An die Sache. Ich habe eine Fackel. Nicht lang fackeln und weitergehen. Aber ja, bei Starrail ist immer so, du wartest einen Tag und dann so dunkel, ich sehe nichts. Ich gehe voran, Zehn, du bist die Nachhut. Jetzt wissen wir Bescheid. Ich finde trotzdem die Lichtreflekte auf den Steinen finde ich toll. Das hat mich das erste Mal voll fasziniert. Oh. Ups. Nein, wir sind nur noch zu zweit, aber zu zweit gegen so einen Ork schaffen wir das schon. Ja, wegen deiner Story zu Argenti und dem anderen. Das war keine Story. Das war ein Versprecher, war das. Nicht mehr und nicht weniger. La 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 la. Ich finde die Reflexion trotzdem toll gemacht. Das hatte ich gar nicht so erwartet bei so einem Spiel. Da haben wir das andere Licht von draußen. Das ist bläulich und das wir haben, ist warm und gelb, rötlich. Dann vermischen sich die verschiedenen Lichttöne da auf den Steinen, je nachdem, von wo das Licht kommt. Natürlich der Golem da hinten, der erinnert mich schon ein bisschen an Genshin. Zufälligerweise. Oh oh, Gegner. Zack. Mit der Fackel in der Hand. Einfach gigantische Milben. Oder wie hießen die? Interessanter Versprecher. Mehr sage ich dazu nicht. Wie gesagt, während ich das ausgesprochen habe, ist mir erst bewusst geworden, was ich gesagt habe. Das war so lustig, ich konnte mich nicht mehr halten. So, let's go. Schau, da haben wir jetzt zum Beispiel weißes Licht, da ist blaues Licht und ich habe gelbes Licht. Oh, cool. So, aber hier geht's nicht weiter, wir müssen da oben lang. Golem-Teilen vorbei. Über die Steine. Und dann kommt wieder eine Cutscene. Noch mehr Gegner. Minus würde sich bestimmt gut verkaufen. Du glaubst ja nicht, was es so im Internet alles gibt. Mehr sage ich nicht. Oh, Deckung geben. Wenn ein Verbündeter niedrige HP hat und angegriffen wird, kann ein anderer Charakter vor ihn springen und den Schaden abfangen. Schau, schau, schau. Der deckende Verbündete kann nicht auf diese Weise außer Gefecht geraten. Na gut, wir können ihn beschützen. Ach du, ich kenne das schon. Twitter ist voll damit. Aber Twitter zeigt dir eigentlich fast nur das an,
was du auch sehen willst, oder? Also du folgst halt vielen Leuten, die sowas posten. Oh nein, 10! Oh, hat nur noch ein HP. Ups. Dann sollten wir ihn vielleicht heilen. Der Hildi ist nicht mehr da zum Heilen, das ist das Problem. Tatsukatteyo, Noah. Demo. Demo. Mio teeshite made, boku o kabau no wa, sukoshi, osekkai kana. Hidoi na. Folge vielen, die Ähnliches posten und liken oder kommentieren. Du meinst jetzt nur, weil du mir folgst, siehst du sowas oder wie? War das so eine Anspielung? Oder habe ich das... Oh, wir haben eine Rune bekommen. Rune der Windverzauberung. Kann ich überhaupt schon Runen anlegen? Ich glaube noch nicht, oder? Selber. Zack. Da kriegst gleich zwei. Bin ja nicht so. Meine guten Heilkräuter. Hier. Kann auf jeden Fall nicht bestätigen. Dann kann ich sicher noch keine Runen anlegen. Zack. Gut. Karte. Unten ist eine Sackgasse, dann gehen wir erstmal unten lang. Wie gute Rollenspieler das so tun. Oh, ich bin an der Schatzkiste vorbei, ich waffel. Aber hier ist auch eine. Tadada. Oh, ein Bronzepanzer. Schauen wir mal, wer den tragen kann. Yay! Noah kann ihn tragen. Sehr gut. Und der ist sogar sowohl in Verteidigung als auch in Magie besser. Zack, wird gleich angelegt. Sehr gut. Wie fühlst du dich mit dem Bronzepanzer? Bronzig. Wie ein Bronzong. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich folge ja noch ein paar mehr Leuten. Gut, dass nicht alles nur von mir abhängt. Aber vielleicht ein Teil. Aber zu extreme Sachen teile ich ja nicht. Also so ist es ja auch nicht. Da stolpere ich nur vielleicht mal drüber. Zack. Wir haben ganz schön viel Geld inzwischen. 5700, da können wir nachher dann ordentlich Geld ausgeben, würde ich sagen. Zack. So, die haben wir geholt jetzt, ja. Waren die Heiltränke drin. So, gehen wir oben lang. Jum, 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 jum. Mit meiner Fackel da. Fackel finde ich toll. Mag den Effekt. Und die nächste Cutscene. ここから上へ戻れそうだ. Isogo. Minna shinpai shiteru daro kana. Einfach die Treppe hoch. Kimi wa nakama o shinjite iru nda na. Ah. Kyou atta bakari da kedo ne. Demo zettai sou da. Wir kennen uns zwar erst seit knappen 3 Stunden, aber wir verstehen uns ganz gut. Hä? Naja, alle sind ein bisschen einfach vom Gemüt her. Kimi-rashi. Sieht ihm ähnlich. Aber die Frau, Hildi-san, ist sorgfältig, oder? 彼女はどうかな。だが急いだ方がいいのは確かだろう。行こう、ノア。Geh voran, Noah. Ich gehe voran, die Treppe hoch. So, zack, 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 zack. So. Da ist nichts in dem Zipfelchen. Wir gehen weiter durch das Licht. Ich finde übrigens cool, wie die Ruinen da so beleuchtet sind mit dem türkisen Licht.
ノア、実は考えたことがあるんだ。 OK。 なんだ、セイ。二人のタイミングを合わせて攻撃すれば効果は高まるはずだ。おーは。君の攻撃に僕がルーンのタイミングを合わせる。できるか？イエーイ。spezielle Verknüpfungsattacken。ああ、大丈夫さ。ああ、早速それを試す機会が来たみたいだ。aha、ein neues Testobjekt。kommt mir irgendwie bekannt vor。構えろ。Helden-Kombo. Die Freundschaft-Kombo. Oh. Friendzoned. Du kannst jetzt Helden-Kombos ausführen. Verbündete mit einer besonderen Beziehung in derselben Gruppe können sich verbünden und eine mächtige Helden-Kombo ausführen. Durch die Kombo verbrauchen alle Beteiligten SP. Gott sei Dank haben wir genug. Auf geht's. Treffen wir gleich AOE-Attacke. Let's go. Hm? Zack. Gibt's gleich einen Erfolg für. Düb. Tada! Sehr gut, platt gemacht. Hui! Helden-Kombo. Das hat gut funktioniert. Umaku itta na, Noa. Ah, umaku iku to omotteta yo. Naze dai? Ore wa kimi ga taimingu o awasete kureru tte shinjiru dake de yokatta kara na. Kantan na koto sa. Shinjiru dake da kara kantan? Einfach dran glauben, dann funktioniert schon. Naruhodo ne. Jum 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 jum. Wir den Gang entlang, bis die Golems kommen und uns platt machen. Ich hoffe nicht. So. Da ist theoretisch bald wieder der Ausgang. Das ist die Tür, wo wir vorhin waren und nicht durch konnten. Aber wir können noch keine Knöpfchen drücken. Macht sie platt. Na Gott. Ken no Tsukara! Manchmal habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen Overkill für die armen Gegner. Müssten bald Level 7 sein, ja, beim nächsten Kampf. Yay. Sind wir auf jeden Fall höher als der Rest der Truppe. Also ist das halt. Und zack. Zwei Wiederbelebungsmedizin erhalten. Oh oh. Und wieder so ein Orb. Jetzt wieder merken. Quadratkreis, Dreieck. Quadratkreis, Dreieck. Quadratkreis, Dreieck. Nochmal mehr Bakwa. Quadratkreis, Dreieck. Jetzt, bis wir angekommen sind die ganze Zeit. Nein, nicht Quee. Bring mich nicht durcheinander. Yay. Level 7. Quee. Doch keine Schokobos. Quadratkreis, Dreieck. hin, bevor ich es vergesse.
Heshi hat's aufgeschrieben. Das ist aber lieb, danke. Ich hab's Gott sei Dank im Kopf behalten. Ausnahmsweise. Yay, es ist offen. Wir können wieder raus. Tschüss. Und die anderen lassen wir drin und gehen einfach. Untreue Tomaten, die wir sind. Oder? Würde ich nie machen. Oh, Speicherpunkt. Jetzt bin ich fast da, wo ich damals war. 20 Speicherplätze gibt es auf jeden Fall. Tada. Gut. Ah, geht eh durch. So, ich komme nicht durch die Tür durch. Mega Rune. Hier sind wir. Wo sind die anderen? ここは最初の。でも光が。あれは原初の魔導レンズが起動している。そうなのかな。 Zufällig gehen beide gleichzeitig auf den Knopf. Oh oh. Es gibt mal wieder ein Erdbeben. Alles bröckelt. Die Linse wird runtergeschraubt. Ja, jetzt kommen wir endlich dran. Schnappt sie euch. Pass auf! Oh oh. Oh oh. Was war das? Oh no! Ein Riesengolem! Und praktischerweise kann er sich selbst zusammensetzen. Oh oh. Ich finde es so lustig, wie die Charaktere so mit dieser Pixelgrafik sind und der Golem da so. Oh, mächtiger Golem. Oh oh. Ich habe Angst. Die Musik. Oder so in der Art. Okay, auf geht's. Auto, komm einfach noch. Wir sind auf jeden Fall, schneller als der Golem. Der kann mit seinen komischen Faustrotationsdingen dann schießen. Und den Mega-Rotator machen. Okay, HP ist noch okay mit 50, würde ich sagen. Wir können seine Kombo machen. Auf geht's. Jetzt haben wir vorhin gar nicht wegen den Soundeinstellungen mehr geschaut. Jetzt ist mir gerade eingefallen, wo die Musik so episch ist. So, Seele ist auch happy. Tag läuft gut. Tag gerettet, Gott sei Dank. Seele ist glücklich. Was will man mehr? Halleluja. Wie war das? Ich besiege ihn. Du bleibst zurück. Oder so, so in der Art. Jetzt andersrum. Lauf weg, ich halte ihn auf. Niemals. Ich bleib hier, du lauf weg. Ist sowas, will man mehr nach dem Firefly Drip Marketing. Das Artwork war super hübsch. Und dann so mit, ganz leicht mit Sam im Hintergrund. Jetzt ist es ja kein Spoiler mehr, oder? Jetzt
kann man da ja offen drüber sprechen, oder? Jetzt ist die Zeit abgelaufen. Also, von daher fand ich echt hübsch gemacht. Eine strahlende Zukunft vor dir. Ich bin ein Niemand. Du musst überleben. Aber du auch. Hey. Explodiert. Jetzt macht er gleich so einen Növi-Schuss. Los, Sam, wir haben keine Zeit. Zack. Ching! Mio! Yay! Sie hat ihn zerlegt. Jetzt am besten noch Jade Drip Marketing und Seele ist bestimmt wieder mad. Weil beide auf einmal kommen, oder was? So. Mio sagt an. Hi! Hi! Let's go. Was macht ihr denn hier? Was steht denn da? Was machst du denn hier eigentlich? Was macht ihr denn hier, Mina-san? とにかくそれだよ。安心したまえ。さあ、行くぞ。化け物が人の力を見せてやるさ。Ja, zeig es ihm, hau drauf. Yay, wir haben wieder eine volle Truppe. Hurra! よし、反撃だ! So, jetzt kommt der erste richtige Bosskampf. Ah, Noah. Auf geht's. So, wir müssen auf jeden Fall bedenken, dass Zayn ein bisschen HP gelassen hat. Noah sieht... Ja, okay. Wir haben beide noch über 50%. Ja. Mio! Er schießt im siebten Himmel heute. So, Gar kann auf jeden Fall keine Combo machen. Ich glaube, ich lasse sie einfach mal kämpfen. Wir machen das schon gut. Nimm nur vergreife ich ein, wie immer. Rein da. Lustig, dass die Walzen eigentlich durch die komplette Truppe geflogen sind, aber nur Mio Schaden genommen hat. Die anderen sind geschickt ausgewichen wahrscheinlich. Jeder greift alle in der ersten Reihe an. Schauen wir nach der Runde mal, wie es HP-technisch aussieht. Okay, jetzt würde ich eventuell heilen. Denke ich. Da greift an. Zayn. Theoretisch eine Helden-Kombo machen. Zack, auf ihn. Mio. Warte mal. Sie kommt als letztes dran, hielt die aber noch vor dem Golem. Drauf und halt mittlere Menge bei Verbündeten. Bei allen. Ja. Gut. Das brauchen wir. Die Wiederherstellungswelle. Und dann sie ist doch nach dem Golem dran. Hat sich geändert. Egal, wir überleben schon. Mir geht alles gut. Schaffen wir schon. Belief. Oder so. Oh oh. Okay, 30 halt das circa. Gut zu wissen. So. Zack. Aha.
würde. Ey, sie können eigentlich nochmal eine Combo machen. Oder? Ich habe jetzt den schon ausgewählt. Mach du den. Und du nimmst ein Heilkraut. Wir haben eh so viele. Aber nicht auf Gar, sondern auf ihn. Was tut's? So, so kommen auf jeden Fall alle vorher dran. Dieser Rotator-Move ist schon fies, muss ich sagen. Oh oh. Oh oh. Steine auf dem Schlachtfeld. それは重要な教えだな。そして戦場にあるものは何でも利用するってのが傭兵流の教えだ。良い教えですね。勉強になります。戦場にあるものは何でも利用する。それなら。この瓦礫は身を隠すのに使えそうだな。Versteckt euch! Okay. Tricks 1. In manchen Kämpfen wie Bosskämpfen gibt es Gimmicks. Wenn es ein Gimmick gibt, wird es oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Zögere nicht, sie einzusetzen, um die Oberhand zu erlangen. Wenn jemand zum Beispiel in diesem Kampf im Schrottverstecken einsetzt, kann er in Deckung gehen. Um in dieser Runde angegriffen auszuweichen. Achte auf die Aktion des Bosses und versteck dich zum richtigen Zeitpunkt. Okay. Jetzt gerade macht er mir ein bisschen Sorgen, weil er so rot geladen ist, wenn ich ehrlich bin. Wie schauen wir HP-technisch aus? Eigentlich ganz gut. Ja, hat irgendein Buff da. Das heißt, die, die hinter den Steinen stehen, wenn sie angreifen, können sich verstecken, auf jeden Fall. Zack, die sind in der Mitte, die können sich nicht verstecken. Zack. Die sind ein bisschen gefährdet. Zane, du hältst durch da vorne mit deinen 57 HP, oder? Ich einmal heilen, sicherheitshalber. Meine Mio hat auch nicht so viel. Aber die versteckt sich da. Haut drauf! Zack! Oh oh. Das war ein gefährlicher Laser. Leute, da passiert etwas. Jetzt müssen wir uns verstecken. Okay. Können wir wieder? In der Mitte können eh nichts machen. Die haben keine Steine. Dann haut ihr drauf. Du heilst vielleicht trotz allem Mio. Das wäre mir ganz lieb. Ja, zack, zack. Alles gut, das eigentlich mehr, als wenn wir einzeln angreifen. Oh oh. Okay. Kraftwelle. Wir schaffen das schon. Keine Sorge. Störungsstrahl. Wenn sie hier versteckt. Oder? Ah, da oben kann ich wechseln. Okay. Wehe. Das habe ich das erste Mal, glaube ich, gar nicht gemacht. Ja, aber so viel haben sie auch nicht verloren. So. Dann. Aber warum ist er so ausgegraut?
Kann er nicht angreifen, die Runde. Da, da, da. Zack. Alle, die gefährdet sind. Zack. Da, 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 da. Ah, jetzt verstecken sie sich dahinter. Ich mach sie alle fertig. Oh, oh, Mia macht sie alle fertig. Oh, oh. Gefährlich. So. Okay, er hat wirklich nicht angegriffen. Macht er jetzt wieder so eine Attacke oder merke ich das vorher? Ich kann mich erinnern, wie das damals war. Ich sehe einfach mal drauf, was dann passiert. Er macht den Schwirbler. Okay. Yay, ausgenockt. Platt gemacht, bevor er noch ein zweites Mal den komischen Laser machen konnte. Yay. Dass wir gut gelevelt haben. Wir haben einen Rubinring bekommen und 1350 Bakwa. Nice. Sehr gut. Blatt er ist. Können wir uns die Rune holen? Sag's nur. Ja, das war. Schikashi. Kono Dekabutsu wa nanda? おそらくはルーン号でもです。他のルーンの遺跡でもその存在が確認されています。erstmal vorlaufen。hüpf hüpf。ねえ、これなんかすごいよ。光ってるよ。でかいよ。groß und hell und ah ja。 Ah ja. Fast. Ein Buchstabe hat gefehlt. Falls sich niemand noch an Agia erinnert. Ist die Linse zu mächtig, bist du zu schwach? 目的は達成しました。これは任務成功と言ってもよろしいのではないですか? Die kleinen Partikel, die da durch die Luft fliegen, wie kleine Glühwürmchen oder wie kleine Fireflies. Wo wir wieder beim Thema wären. 最高の結果になったよ。帝国と諸国連合の一緒の作戦ってどうなるかと思ったけど、これはバッチリじゃないかな? ああ。 みんなの力で勝ち取った成果だ。ああ、そうだね。 Hoffe, wir werden reichlich belohnt. この発見が僕たちの帝国と諸国連合の間の本当の友情の証になるように願おう。 Und mit diesen Worten ging alles den Bach runter. Oder? Jetzt werden sich alle um die Rune streiten. Vielleicht. Wir werden sehen. Büdüb. Die Uhrzeitlinse. Yay. 6 Monate später. Timeskip. Dewa. Kesochi to natteita Nosfaria ryō wa teikoku ryō to shi. その保証金は帝国から諸国連合議会へ10年の分割での支払いとするで合意。 Ich sehe auf jeden Fall viele Charaktere, wobei ich mir vorstellen kann, dass einige davon spielbar sein könnten oder auch nicht. Aber viele davon sehen sehr cool designed aus. ということで、
よろしいですね。まあ、これで長年の問題がまた一つ解決できた。喜ばしいことですが、諸国連合の皆様方。おお、das ist der komische Aldrich, von dem Sie vorhin gesprochen haben, der die ganzen Linsen sich unter den Nagel reißen will. Aber anscheinend haben sie sich versöhnt und Frieden und alle sind glücklich und pipapo. 諸国連合とノールスター君主国から公爵の努力に敬意と称賛を送ります。我らユークリスからも感謝を。この平和が長く続くのは素晴らしいことです。帝国とことを構える。名称と名高いゴールドウィン殿が現役の間は考えたくありませんな。Da gibt's auf jeden Fall Drachen. Hallöchen, Valmoris. Voll der Name für einen Drachen, oder? Watashi mo sou negaimasu yo. Yūmo de shirareru Kinan to Valmoris dono o aite ni suru nado waga te ni amarimasu. Mattaku mattaku. Kono seki wa sore o oshisumeru yoki kikai to natta. Subarashiki keiken de shita na.Oh. 一つ、いいですか? Periel haut auf den Tisch. Und jetzt Table Flip. Woo! Nein. Oh. Anata wa Grimm Hakumu. Periel. Periel Grimm to moushimasu. Omishiri oki yo. Periel.君は今回は特別随伴の説明役だから。ええ、ですので、半年前の共同作戦で発見された原初の魔導レンズを帝国側に研究のため引き渡しましたが。Okay, wir haben auf jeden Fall den. Die anderen haben die Urzeitlinse bekommen. Und was springt für uns dabei heraus? Ich meine, auf welcher Seite sind wir? Irgendwo in der Mitte.その後の報告がないことを説明させてもらおうと思って。それに探索費用分担の支払いが遅れていることも説明しないと。おは。ペリエール城、グリム博の跡継ぎは有能だと聞いていたが、まさにその通りのようだ。Okay, er nimmt sie auf jeden Fall nicht ernst.丁寧な説明、痛み入る。原初の魔導レンズは、帝国でも発見例は少ないため、その調査も遅れている。だが、探索の協力への感謝も含めて、必ず報告すると約束しよう。その費用も、帰国までには用意させる。Immer ja mit dem Geld. もう何日かは、帝国にご滞在でしょう、お嬢さん。ええ、素敵な街ですね、公爵。あと、グリム博で結構です。おは。メンション richtig ansprechen。ペリエル。Der ist lustig。ウェマ、ユーマ。これは失礼。グリム博、ペリエール城。ぜひ帝国でのご滞在をお楽しみください。ハダー Weg mit ihm。Ist bestimmt super böse。Im Butler bin ich nochmal lustig。お嬢様、おやめください。心臓が飛び出すかと思いましたよ。konnte nicht anders。何よ。役割通り説明して差し上げただけでしょ。ich bin Periel der Verurteilung。nein、keine Ahnung。どう聞いても要求ですよ。Periel der Vermittlung、die Prinzessin der Vermittlung。帝国でも皇帝に次ぐ牽制と聞く
オルドリック公爵相手にですよ。ええ、知ってるわよ。でも、気に入らないのよね。何がですか？帝国と諸国連合との友好にも尽力してくださっていますし。Ja, aber was für ein Frieden. Ein bröckeliger Frieden wahrscheinlich. Hallöchen Zero, willkommen. Danke für den Lurk. Sorry, wenn ich das übersehen haben sollte. Jetzt da gerade so mitten in den politischen Angelegenheiten beschäftigt. North Faria 領内のアドラスの砦は連合侵攻への足がかりにもなる場所よ。その気があるなら金で買えるなら安いもの。あと。おっと。あのにやけ顔、嫌い。さて、少し外へ出られるように手配してちょうだい。せっかくだから、帝国名物でも楽しませてもらいましょう。Okay, sie ist auf jeden Fall ein Feinschmecker, wie man schon mitbekommen hat. Erst das Kräuterhähnchen und jetzt das. Hoi. 実はこの地方にはチーズを溶かして。Schmolzener Käse。Geschmolzener Käse。Willkommen in der lustigen Taverne。おー、新人くん。警備隊にはもう慣れたかね？Es ist ein halbes Jahr vergangen, sie ist zwei Tage länger da und sie nennt mich noch immer Neuling?Irgendwann ist mal gut, oder? もう半年経っているからな。っていうか、2日しか違わないだろ。Genau das, was ich gesagt hab. ここんとこ暇だから、腹ごしらえのために私は食堂へ行ってるよ。Essen. はい、相変わらずだな。Hui! Tada! Hallöchen! Sumire! Sie ist aber irgendwie süß. Sie hat ein Panda auf der Schürze. Glaube ich. Ist die eine Dunkelelfin? Ein Goblin?Lagerhaus. Einlagern. Ich glaube, die Medizin behalten wir. Was haben wir da noch? Schulterschutz. Den Rubinring, den werden wir uns auf jeden Fall aufhalten. Aber aufhalten, das werden wir ins Lager packen. Vielleicht ist es für irgendjemand anders mal gut. Obwohl die Anfangssachen, glaube ich, werden für niemanden besser sein. Das nehmen wir mal mit. Dann schauen wir mal weiter. Ausrüstung. Ausrüstung wechseln. Oh.Okay. So, er hat schon einen Rubinring. Jetzt haben wir noch einen Rubinring. Wer kriegt denn den? 41, 35, 43. Mio hat am wenigsten Attack. So. Nimm's den. Zack. Verkaufen brauche ich, glaube ich, nicht. Oder? Ich habe eh nur die Kräuter und die Rune.ありがとうございました。あら。Und nicht zu vergessen Cassandra mit Ada. Hi, hi, willkommen. Ich glaube, das sollte bei Original ein Ada Ada. Ich bin Cassandra und leite die Schenke hier in der Stadt. Oh, 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 Cassandra. Oder Cassandra. Da kriegt Hershi wieder ganz große Glubschaugen.Nur wegen den Öhrchen, oder? Komm einfach zurück, wann immer du Ruhe und Entspannung brauchst. So, bleiben, speichern, Gruppe formen. Müssen wir uns ausruhen oder sind wir eh nach einem halben Jahr hoffentlich ausgeruht? So. Zack. Jetzt bin ich fast genau da, wo ich aufgehört habe.Gruppe formen. Okay.
Lustig, dass man die erst rekrutieren muss, obwohl eigentlich... Naja. Kann ich anderweitig behilflich sein? Klavier, Klavier. Kling, plang, plong. Oder so. Okay. Oh. Ja, und Leon sollten in der Kantine sein. Die sind 5 Meter von dir entfernt. Die kann man ja nicht übersehen, oder? Gehen wir erstmal noch hoch. Nein! Katzin. Oh, Kitaka Noa. Ihr Timing da. Okay. Mio ist in den Süden verschwunden, Richtung Euch oder Euchris. Weg des Kriegers, okay. それでお前にしばらく隊長代理をしてもらいたい。俺がすぐにもいなくなるってわけじゃないが、いい経験になるはずだ。オッケー。ハウプマン。ははは。 Lien wurde übersprungen. え、ノアが隊長代理。 Ja, da sieht man wieder, wer zuverlässig ist und wer nicht so zuverlässig ist. Und wer nur große Töne spuckt. Ha! Wäre doch gelacht. Oh, er hat sie wirklich vorher gefragt? Na gut. Gut, ich bin dabei, ich bin der Chef. Okay, ich tue es. Das klingt ziemlich nervig. Natürlich tun wir das, oder? Wir wollen Hauptmann werden. Ha! Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. Ah, yes. Wakatta. Yaro. Omoikiri ga ii no wa omae no ii tokoro da na. Sore ja, daiiri toshite no hatsu shigoto da. Yumiru no yatsu ni hanashi o toushite oko. Ymir. Tach. Nani ka yō desu ka? Ah, jitsu wa shibaraku Noa no yatsu ni taichō dairi wo shite morau to omotte na. Bitte gleich notieren, wie Heshi immer der alles notieren muss. Grummel. また勝手なことを。タイの人員割り振りも一応こちらの予定があるのですがね。大体なんで私がこんないい加減な連中ばかりの警備隊を取り仕切らなきゃいけないのやら。お嬢様の頼みじゃなければ即日辞めていますよ。そう言うなって。 そんなわけだから ノアにメンバー決めの権利と、あと、なんか依頼とかあれば斡旋してくれ。 Diese Stimme. Du erkennst das schon, diese Stimme an diesem genervten Tonfall. Es kann nur einer sein. Überleg dir mal, welcher Charakter ist immer genervt? Oder welche Charaktere sind sehr oft genervt? Diese Stimme. Du brauchst ein Emote mit großen Ohren noch. Na, 依頼なら各地からいろいろと。 本来警備隊は正規の軍の補助、そして支給の時には、いち早く対応できるように設立されましたが、なんだか最近は便利屋になりつつあるのではないかと。シゴロ。なんで私がこんなゴロツキどもをまとめなくてはならないのやら。 Ich sag doch, Charaktere, die alle nur immer grummelig sind. さて、どのような依頼を担当してもらいましょうか? Und goddamn Bird Mask Guy. Yes. Und Haruka Sakura. Und Kawe. Oder? Es passt alles zusammen. Bird Mask Guy.
Was ist besser, Bird Mask oder Chicken Wing Boy? Alles irgendwelche Vögel. Regenvögel. Und Quee? Ja, Quee. Quee? Toratai-ji wa arimasen. Sicht. Du schreibst das, bevor ich überhaupt irgendwas sagen kann. Quee. Okami-tai-ji de. Tai-ji wa arimasen. Sie will nur jagen gehen. Jitsu wa saikin, keibitai mo jin-in busoku deshite ne. Damasare yasu na. Oh, großer Hauptmann, natürlich mache ich das. Ich rekrutiere alle, die ich kann. Noah da. Noah da. Shōtaichō Dairi-kun, tanomimasu yo. Member ga fuetara, kimi no tai ni mo jin-in tsuika o kangaemasu. Dann darf ich vielleicht mein Team stärken, wie gütig von ihm. Tada! Yay! Wir sind zu dritt. Zack. Noah-kun ni wa Ryan-senpai ga hitsuyou da ne. Tada! Fortgeschrittene Kampfplanung 1. Du kannst im Hauptmenü auf den Kampfplan zugreifen, um einzustellen, wie jedes Gruppenmitglied im Autokampfmodus agiert. Yay! Du kannst für jeden Charakter Aktionsbeschränkungen einstellen, um sie einzuschränken, sowie bis zu 4 bevorzugte Aktionen, auf die sie sich fokussieren sollen, und Angriffszieleinstellungen, damit sie sich auf bestimmte Gegner konzentrieren. Immer feste Druff einfach. Tada! Wir haben Arbeit vor uns, amtierender Anführer. Gar nicht, du auch noch. Haha, ganz ruhig, versuch es einfach. Alles gut, Nova, ich sorge für dein Benehmen. Danke, Lien. Wir sollten ein Team erstellen. Mio trainiert, also lass uns 3 andere finden. Okay, packen wir es an. Let's go. Zoom. Da ist nicht... Oh, Essen. Oh, die Kekse da. Schau, die Motivkekse da. Die Schachbrettkekse. Mm. Da muss ich wieder an die Motivkekse denken von Drawful. Noch mehr Kekse. Ich hoffe, die liegen nicht zu lange. Ein Kätzchenbild ist da. Ist die schlafende Katze, die auch oben auf dem Balken lag? Da, 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 da. Schatzkiste. Ausgebleichtes Buch Teil 19. Ich kriege gerade Büchersammel-Flashbacks. Wie war das mit den Toki Alley Büchern? Ich habe aber alle rausgeangelt. Ging Gott sei Dank relativ schnell. Ich glaube, da haben sie auch was geändert mit der Häufigkeit der Bücher, die man rausangelt. Quee. Wakatta. Ich habe euch gebeten, neue Mitglieder für die Wache zu rekrutieren. Wenn das zu schwierig ist, sagt es. Am Ende trage ich das Leid, wenn ihr mit der Aufgabe nicht gewachsen seid. Oh. Guten Tag, Omachen. Die ist aber lieb. Aki. Hallöchen, mein Name ist Aki. Hättest sicher nicht gedacht, dass ich einst eine reisende Schriftstellerin war. Ich habe vieles gesehen. Ich hoffe, dass dein Pfad dich rund um diese große, weite Welt führen wird. Okay, auf geht's. Wir können Leute rekrutieren. Lauf, was das Zeug
hergibt. Okay, Ellie hat dich recht schnell zusammen. Ich glaube, ich habe einfach zu wenig geangelt. Das ist das Problem. Oh, die Stadt. Eltesweiß. Tada! Dieser Ort wird vorerst anscheinend als Basis für die Wache dienen. Ich bin für diesen Bereich zuständig. Kümmere dich woanders drum. Okay. Ist etwas seltsam, ein Gasthaus als Basis für die Wache zu nutzen, obwohl wir dafür bezahlen. Mein Gott. Kätzchen! Izumi, miau! Das Tagesmenü ist... Was war? Oh, ein Hund. Momo. Grrr. Noch ein Kätzchen. So viele Kätzchen. Miau! Okay, was ist dahinter? Schnee? Wolken? Meer? Na gut. Pretty! Die Stadt ist schon cool, oder? Dies ist Lady Periels Anwesen. Versuche bitte nun auf keinen Fall irgendwas schmutzig zu machen. Sei vorsichtig, wo du hintrittst. Okay. Dürfen wir sie besuchen? Willkommen in Lady Periels Anwesen. Ihr scheint keine gefährlichen Leute zu sein. Okay. Na, wir können nicht rein. Schade. Sonst würde man das auch auf der Karte sehen. Oh. Sackgasse. Wer hat denn das gebaut hier, bitte? Die Blumenbeete da. Voll schön. Oh, die Leute gehen ein und aus da. Okay, da kann man nicht rein, aber ins übernächste Gebäude kann man rein. Das ist der Laden des Gutachters. Zögere nicht, wenn du Fragen zu deinen Werkzeugen hast. Okay, auf zum Gutachter. Vasen. Willkommen, möchtest du etwas schätzen lassen? Du hast nichts, was geschätzt werden muss. Kann ich sonst noch behilflich sein? Nö. Wenn du Gegenstände zum Schätzen hast, komm gerne wieder vorbei. Okay. Ich hatte ein ähnliches Haus in Minecraft, also das Anwesen da. In Minecraft kann man es ja machen. Na, schau, wie viele Leute da rumwuseln. Sieht richtig lebendig aus hier. Mit lauter Wuselingen. Da kann man auch reingehen. Was ist das für ein Haus? Sieht aus wie ein Wohnhaus. Oh. Tag. Ich habe das Buch schon oft gelesen. Du kannst es haben. Oh. Ausgebleichtes Buch Teil 3. Jetzt haben wir 3 und 19, oder? Wer bist du? Wir passen auf das Haus auf, während unsere Eltern weg sind. Sehr brav. Und ihr lasst einfach fremde Leute rein? Ah ja, gut. Die müssen ja wissen. Können nur froh sein, dass ich so harmlos bin. Manchmal. Nicht immer. Oder? Hishis Minecraft-Haus. Wir hatten auch schon die wildesten Häuser. Da geht's nicht rein. Ist auch nicht schönes Wetter heute. Okay. Es war schon mal schlimmer. Heute war es nicht ganz so kalt draußen, aber ich habe auch Stiefel und meine dicke Winterjacke angehabt. Das ist ein Hund. Wuff. Doggo. Das ist L. Hallöchen L. Wuff, wuff. Die ganzen Tiere sind wahrscheinlich alle von Bäckern benannt. Oh. Die Sonne ist so stark. Ich muss innen im Haus, im dunklen Haus, mit einem Regenschirm herumgehen.
Dieses Gericht ist der Stolz unseres Butlers. Hoffentlich gefällt es dir. Dieses Gericht? Sie schiebt mich weg? Hast du es gesehen? Wie dreist? Es fühlt sich an, als wäre ich kurz davor, ein völlig neues Gericht zu erfinden. I came up with a new recipe. Irgendwas fehlt aber. Okay, kann ich irgendwie helfen? Eine echte Herausforderung. Das könnte einige Zeit dauern. Okay. Strong Lady. Ja. Die läuft auch den ganzen Tag mit einem Sonnenschirm in der Hand herum. Schönes Wetter heute. Diese Gestalt. Schau, da ist noch eine mit einem grünen Schirm. Schirm. Okay, das ist zu. Okay. Gut. Wir haben dort drüben gestartet, beim Hotel. Oder so. Sind dann hoch und dann so. Dann würde ich sagen, erstmal was trinken. Nach unten geht's raus. Das heißt, wir driften jetzt nach unten ab. Dann gehen wir über die Mitte nach oben und dann links nach unten, damit wir alles abgeklappert haben. Klapp, klapp. Die Wimpel da oben. Wird schön. Das ist noch ein Hund. Hund. Der Hund heißt Hund. Ist der im Englischen auch Hund oder Dog? Ruff, ruff. Hund. Einfach nur Hund. Okay. Evo sagt, im Englischen heißt der Dog. Zeit zum Einkaufen, Zeit zum Einkaufen. Was gibt es denn zum Abendessen? Frau braucht beim Einkaufen immer so lange. Hey, bist du endlich fertig? Die Frau. Die Frau oder seine Frau? Was heute wohl zu unserem Menü passt. Was soll ich tun? Oh mein Gott. Die Frau. Hallo, spielen wir? Moment, ich darf nicht mit Fremden spielen. Ich will aber spielen. Da müsste man sich genau drüber nachdenken, was Sinn macht oder nicht. Wenn meine Tochter dabei ist, lenkt sie mich vom Einkaufen ab. Das war so niedlich, ich muss ihr einfach vergeben. Das ist vielleicht auch nicht die beste Variante, muss ich sagen. Mama, Mama, ich möchte was haben, unbedingt. Oh, mein Schatz, du bekommst alles, was du möchtest. Meine Tochter will immer mit allen spielen. Die Leute sagen, es ist nicht einfach, eine Tochter zu haben. Aber ich glaube, sie meinen etwas anderes. Was meinen sie denn? Hallo, okay. Hallo und reingeh. Schusch, geh weg, ich bin gerade beschäftigt. Womit da hier an der Ecke, hä? Verdächtig. Fleischwaren. Dass die Katze da so ruhig bleiben kann, wenn es da Wüste und Fleisch gibt. Hallo, Morris. Oh, ich liebe Tiere. Zehnmal mit Tieren gesprochen. Okay. Das ging schnell. Hallöchen, Morris. Nicht zu verwechseln mit Val Maurice. Blumenbeet. Noch mehr Blumenbeet. Oh, was ist das? Objekt kleines Mädchen im Regen. Okay. Da kann man rein. Baygoma Trainer. Hey da, du bist kein Kreiselier, oder? Oh nein, nicht Beyblade. Komm wieder, wenn du mit Baygoma vertraut bist. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, das wird ein Minigame. Beyblade, let it rip. Willkommen in Eltesweiß. Westlich von hier findest du nützliche Waren für deine Reise. Im höchsten Punkt der Stadt findest du Lady Periels Anwesen. Okay, danke, da war ich schon. Gütiger, das ist also die Großstadt. Hey, wenn das nicht Noah ist, wie geht's? Oh, sie kennt mich. Ich hatte einfach Lust auf die Großstadt. Wow, die Stadt ist wirklich was, nicht wahr? Oh. Katzin. Ah! Komm! Ich Es ist Melor.
あ、そうだ、お兄ちゃん、赤歌峠って知ってる？東の方って聞いたんだけど。ねえ、知ってる？確かにその方向に。Also die Richtung stimmt schon mal. Einfach immer der Nase nach. よし、愛と正義の魔法少女、メロールの出番だね。Liebe und Gerechtigkeit. Okay, und dann mit den Zöpfchen und dem Outfit? Hm, verdächtig. Arigato, Oni-chan. Sore-chan. Arigato, Oni-chan. Danke, Herr. Oni-chan. Ich habe es nicht gesagt, aber... Akauta-Touge ist ein Ort, wo man nur eine Frau geht. Gehen wir! Oh-oh. Ein armes, verlorenes Mädchen. Aber wir schauen natürlich noch die Stadt fertig an. Mit vielen Brunnen dazu. Okay, da geht's oben und unten lang. Wir gehen oben mal um die Ecke erst nochmal. Aber wir kamen da ja eh raus. Genau, bei den Soldaten waren wir. Da die Treppe runter. Schon schön hier, oder? Das ist schön gemacht. Hey, hast du Beigoma dabei? Nö. Anscheinend noch nicht. Die Schmiede. Rein da. Let's go. Guten Tag. Peter, ich habe alle Waffen, die du brauchst. Sonne und Mondhaken. Welche Waffe soll ich anschauen? Okay. Gelgius. Sprengkönig. Sprengkönig? Okay. Was? Oh, damn. Die VA von Melor hat die unterschiedlichsten Charaktere gesprochen. Irgendjemand, den man kennt? Ihr weiß ich jetzt gar nicht so genau. Bei ein paar ist es mir aufgefallen. Wie Ymir zum Beispiel. Und bei ein paar habe ich es zufälligerweise gesehen, als ich danach geschaut habe, alles. Aber alles habe ich mir nicht gemerkt. So. Waffe leveln. Wir haben ja Gott sei Dank 7000, über 7000 Bakwas. Waffenangriff 5. Blitzer. Okay, weiter hochleveln können wir eh nicht. Gut, das ist das Maximum. Damit können wir hier nichts anfangen. Versuch eine andere Schmiede. Sind die Waffen zu stark, ist der Schmied zu schwach. Happy aus Fairy Tale, okay. Unknown God aus Genshin. Oh, okay. Nicht, dass der viel gesagt, also sie viel gesagt hätte. Viren aus Granblue Fantasy und viele mehr. Okay. Sag ja, die Creme de la Creme. Tada! Ja, wenn 3 eh das Maximum ist, was man machen kann, dann leveln wir gleich alle Waffen. Nee, hätte ich eh nicht. Ich habe damals in der Beta habe ich auch die Waffen alle hochgebracht. Ich konnte mich nur nicht... Ich habe noch immer 4900. Komm zurück, wenn du mit noch etwas Hilfe brauchst. Einige Digimon oder Nishimia aus Jujutsu Kaisen. Wer war denn das? Und die Kirie von Muichiro. Ah. Ich kann nur die Kirie von Tanjiro machen. Ah, Tanjiro. Ah. Also falls ein Krähencharakter dazu kommt, ich habe die perfekte Stimme dafür. Daumen hoch. Also falls wir eine Kujo-Sara bekommen, dann kriegt sie so eine Stimme. Ich glaube nicht. Mit dem Besen und diesen riesen Zöpfen oder whatever. Ah,
die Hexe, bla 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 bla. Oder so. Alle, die auf Besen reiten, sind automatisch Hexen, oder? Ich weiß nicht. Oder Magier halt. Wie bei Meschel. So, vor uns befindet sich der beste Schmied in ganz Eltesweiß, aber er kann die Waffen nur bis Stufe Level 3 upgraden. Und ich bin sein Schüler. Ich bin noch neu hier, also muss ich Kunden beschaffen. Vielen Dank für die Kundenbeschaffung. Schön Werbung machen. Da ist nichts. Artemis. Es ist eine große Stadt und mit dem Alter wird sogar das Einkaufen schwieriger. Oh, meine armen Knochen. Das ist mein Chat. Der ehemalige Graf von Groom, Lady Periels Vater, war ein talentierter Mann. Dann wurde er krank und kränker und am kranksten. Das war's. Okay. Das heißt, ihr Vater ist früh gestorben und sie muss jetzt die Geschäfte übernehmen. Oder er ist noch immer krank. Heute ist ein großartiger Tag für Einkäufe und auch für Seele. Wo sollen wir hingehen? Sollen wir hingehen? Wie wäre es mit einer Rune, die zu dir passt, was? Mata-chan. Uff. Der ist aber flauschig. Ja, mir sind schon ein paar Sachen aufgefallen. Okay. Ich muss sagen, das Japanisch ist relativ einfach. Wenn ich merke, dass irgendwas falsch übersetzt ist, habe ich es eh schon übersetzt. Für euch. Also ich hätte manche Sachen besser übersetzt. Ich sag's, wie es ist, ganz ehrlich. Ja, es ist Gott sei Dank, dass die Story nicht so deep ist. Willkommen! Wenn du etwas mit Runen suchst, bist du hier richtig. Okay. Was sollen wir tun? Ja. Was sollen wir bloß tun? Oh. Black Swan, bist du es? Das Fenster hinten. Oh, ich sehe schon die Hände. Ah, Black... Oh, jetzt bin ich rausgelaufen. Was endlich. Entschuldigung. Ja, wieder rein. Willkommen. Kann ich dir heute behilflich sein? Bitte nicht Black Swan, danke. Ich musste nur bei dem Fenster dran denken und den Farben so ein bisschen. Und dann so Runen und so. Pass auf, die legen da gleich noch Tarotkarten aus und so. Kaufen. Ich will auf jeden Fall Runen zu kaufen, aber ich kann anscheinend noch keine anlegen. Können wir dir sonst irgendwie behilflich sein? Oh. Fähigkeit. Du hast nichts, was ausgerüstet werden kann. Okay. Also ein Slot habe ich schon. Rune des... Blitzers. Okay. Und der Rüstungsdurchbrechung. Okay. Okay. Gut. Zack. Können wir dir sonst irgendwie behilflich sein? Nö. Danke für dein Vertrauen. Bitte komm bald wieder. Lurk, ich bin mir mal was zu futtern holen. Mach das, Hashi, lass es dir schmecken. Rüstungsladen. Irissa Nussbaum. Willkommen in der Waffenkammer. Schau dich ruhig um. Wir sind an Lagerbeständen nicht zu überbieten. Suchst nach etwas Glänzendem, oder? Auf geht's. Nussbaum. Guten Tag. Willkommen, was bringt dich hierher? Ich will was kaufen. Ah, das ist der Dreispitzhut. Den kann ich theoretisch einmal kaufen. Für Yen. So, das Stirnband gleich verkaufen. Ich glaube, ja. Ja, manchmal zum Nachrüsten, falls eine besser ist als die Startrüstung von anderen.
Okay, ich kriege so viel Geld, höre ich gerade. So. Okay. Okay, ich nehme mal an, dass das Schild normale physische Verteidigung und der Hexenhut magische Verteidigung ist. Luck gibt's auch. Da, 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 da. Frage ist, was wollen wir? Wollen wir ausgeglichen haben oder nicht ausgeglichen haben? Hm. 4-1, 3-2. Kommt aufs Gleiche raus. Das ist ein bisschen ausgeglichener. Die Frage ist, wie viele Energie, Magie-Gegner kommen werden. Keine Ahnung. Kann aber nicht schaden. Ich kaufe einfach das Ding. Und für Gar noch einmal. Ja, gut. So, was haben wir da? Dicke Robe. Große Panzer. Holzrüstung. 6-2. 5-3. Die Guten gehen alle aufs selbe raus. Das ist nur die Frage, wie du das aufteilen möchtest. Hm. Na egal, kaufen wir das für Gar. Zack. So. Bronzepanzer hat. Zack. Und das ist für sie besser. Der Bronze-Brustpanzer. Können halt nicht alle alles tragen. So. Zack. Das war's. Ich glaube, alle sind ganz gut ausgerüstet. So. Gut. Passt. Hast du sonst noch was? Nö. Alles gut. Danke, komm bald wieder. Tschüss. So, wir wissen auf jeden Fall, dass Mio im Süden ist und Melor ist zum Rotkehlchenklamm gelaufen. Soweit wissen wir Bescheid. Du bist ein Reisender. Es gibt bestimmt etwas, das du brauchst. Schau doch in meinem Laden vorbei. Warum stehst du vor der Tür? Willkommen, was darf es heute sein? Der da draußen sagt, es ist sein Laden und der drin, bei dem da drin steht, Werkzeugladenbesitzer. Also wem gehört jetzt der Laden oder beiden? Sind sie Partner? Heilkraut, haben wir eigentlich genug Wiederbelebung? Haben wir Gegengift? Sicherheitshalber nehmen wir mal 5 Stück mit, wir haben eh genug Geld. Runensplitter der Rückkehr. Zur Nutzung in Dungeons teleportiert Nutzer zum Dungeon-Eingang. So ist es auch immer praktisch. Nehmen wir auch gleich 5 Stück mit. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Unlock, willkommen zurück, das ging aber schnell. Ah, okay. Okay. Ah, okay. Gut zu wissen. Na, dann nehme ich... Ah, ich lasse es einfach so. Die stapeln auf 3 Stück. Nicht auf 5 Stück. Lustige Rüben gibt's da. Gut. Mhm, das habe ich schon gesehen. Willkommen zurück, Herr Hashtag. So, jetzt sind wir einmal rum. Bin schon durch die ganze Stadt gelaufen. Wie nein? Wie bin ich durch die ganze Stadt gelaufen? Bin da gestartet, bin oben zum Anwesen, dann bin ich nach ganz rechts gegangen, dann bin ich unten, dann bin ich in der Mitte hoch.
In allen mit grünen Türen drin. Ja. Ah, stimmt, da ist ein Geheimgang. Das sehe ich jetzt erst. Wie kommt man da hin? Da geht's irgendwo durch. Ah, okay, na, da war ich noch nicht. Katzenhaus. Das ist das Cat's Tales. Cat's Tale. Oh, Tag. Das ist ja eine wilde Bar mit dem Schädel da an der... Oh. Manchmal läuft man versehentlich zu schnell raus. Tag. Hallöchen, Mr. Samurai. Namens Yugo. Oh, ich wollte ihn gerade synchronisieren, aber er spricht selbst. Kommst du mit, Mr. Samurai? Aber na ja. Eine Hand wäscht die andere. Eigentlich fehlt dann Fragezeichen. Du wirst mir helfen? Fragezeichen? Toji? Klingt ein bisschen so, oder? Ach, wir machen alles. Wir sind käuflich. Okay. どっちかというと、そういう風に見られることが多いんだが、お前の目が節穴か、王の目かってとこだな。うん、こっちも。どんな手伝いになってもやってもらうぜ。ああ、何でもやるさ。あんたにとって必要なことなんだろう。それならあんたを信じるよ。 Ich habe ja jetzt gerade mit Jojo Part 3 angefangen. Übrigens mit Lesen. Jojo ist schon gut. Ich weiß nicht, wie der Anime ist, aber der Manga ist ziemlich gut. Dafür, wenn man bedenkt, wie alt der schon ist, brillant geschrieben und unterhaltsam. Ise. Ein richtiges Abenteuer. Yay! Er ist in Rising übrigens auch vorgekommen. Und da habe ich mir gedacht, oh cool, der wäre cool, aber man hat den nicht zu spielen bekommen. Yay! Yugo wurde ein Verbündeter. Komm mit, der wandernde Samurai. Hallöchen, willkommen. Willkommen, Kazuha. Nein. Nicht ganz. Bisschen älter. Es gibt Tage, da denke ich noch immer an Tomo. Aber ich glaube, das spielt's nicht mehr. Raiden hat dem Ganzen... Ja? Ja. Ja, das war mein Plan jetzt. Kann man das eigentlich irgendwie im Menü machen oder? Ah, da. Okay. Sehr gut. Gruppe. Wahrscheinlich. Mach mal Gruppe. So. Okay. Sie sind vom
vom Faktor aber alle gleich eigentlich. Ah, okay. Ich dachte, es steht für da unten. Dass man sie sowohl vorne als auch hinten hinstellen kann. Okay. 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 Small, medium, large Waffen. Okay. Ich dachte, diese Kästchen da unten oder so Kampfhilfe stehen für. Man kann sie sowohl in die Reihe als auch in die Reihe stellen. Okay. Okay. Gut. Sanbato. Okay. Alter, muss ich bei dem VA lange scrollen? Okay. Es ist Dio. Dio da. Wartet, erwartet, es ist nur ein Samurai, aber es ist Dio. Okay. Ja, Heshi ist noch immer am Scrollen. Jetzt ist er irgendwann mal fertig heute Abend. Miau. Das war übrigens ich, gell, nicht die Katze im Spiel. So. Und. Jetzt habe ich... Ja, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Weil ich bin nur so herumgelaufen. Ach so. Aktuelles Ziel. Ich sollte mich bei Emir melden, sobald ich ein paar Mitglieder für die Wache habe. Der meckert sich ja wieder nur mit mir. So, die Maginen aus Food Wars. Okay. Food Wars war schon gut. Da. Aber jetzt muss ich noch ausrüsten. Mr. Samurai. Wo ist denn der Rüstungsladen? Da. Schönes Wetter heute. Da. Laut mitsingen. Alle verschwinden plötzlich. Es tut mir leid. Manchmal ist man einfach so im Groove drin, wisst ihr? Ach. So, ich habe einen neuen Freund. Den muss ich noch ausrüsten. Das ist eins besser. Eins besser, ein schlechter. Zwei besser, ein schlechter. Das ist einfach die große Haube fertig auf. Aufgesetzt. So, und eine Hauptrüstung noch. 43,50. 44,50. 45. Nehmen wir die. Zack. Macht nicht so viel Unterschied, aber... Niemand singt schlimmer als Jepard. Die Frage ist jetzt, wie darf ich das werten? So, dein Gesang ist nicht so schlimm, weil Jeppy sehr viel schlimmer ist? Oder ist es eh okay? Stell dir mal vor, du hättest eine Stimme wie Jepard. Halt, stopp, Dori! Ich würde das so gerne nachmachen, aber ich kann das nicht. Und jetzt stell dir vor, Sampo könnte singen. Oh. Dori. Ich meine, man muss ihn lassen. Wir haben einen Charakter erschaffen, okay? Und ich weiß nicht, wie Dori im Englischen klingt. Keine Ahnung. Aber im Japanischen... Das ist... Hut ab, das muss man erstmal können. Auf die Dauer ist es aber wirklich ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, es soll anstrengend sein. So, wir sind frei. Wir können die Stadt verlassen. Oder so. Yay. So. Ich werde eine ganz kurze Mini-Pause machen, nur. Und mir kurz was Frisches zu trinken holen. Und ich bin dann gleich wieder da und dann werden wir die Stadt verlassen. Keine lange Pause, nur eine kurze. So. Also nur meinen Text umschreiben. Zack. Da.
So. Ups. Tada. So, eine ganz kurze Pause. Gib mir 2 Minuten oder so, dann bin ich wieder da und dann werden wir die Stadt verlassen. Yes. Das ist der Plan zumindest. Bis gleich. Holt euch auch was zu trinken. Vertretet euch einmal die Beine. Es kann nicht schaden zwischendurch und es geht gleich weiter.